Ja, lange, lange Kameraperspektiven über unsere neue Fracht, Leute, ja. Fracht. Wir werden heute eine Sperrlast haben. Wir haben gesehen, das ist ein Kesselelement. Es gab zwei verschiedene Sachen, entweder ein Kesselelement oder ein riesen technisches Teil, wo ich mir dachte, jo, okay, das bin ich schon gefahren, ein Kesselelement bin ich noch nicht gefahren. Die Größe macht keinen Unterschied, die sind beide 5x5x5D, ist zwar 5x5x4,9, ist aber auch egal, das ist genauso groß, eine Sperrlast. Vielleicht nicht ganz vom Gewicht her, genau das gleiche wie das andere. Geld gibt es auch weniger, ist mir aber auch egal. Und ich würde mal sagen, mit 10 fahren wir natürlich nicht an, tut mir leid, jetzt werde ich berührt. Da ist die Feststellbremse aktiviert. Ah, wir rollen sogar nach vorne. Nice. Halt, bevor wir losfahren, ganz, ganz wichtig. Alles, was geht, in der Nacht anmachen. Damit man mich sieht. Und los geht's. Party, party, hart. Ja, jetzt wollen wir mal gucken, ob das mal hier ja ordentlich rauskommen. Also abgesperrt ist. Ich frage mich gerade nur, was macht eine Farbe mit einem Kesselelement? Kann mir das jemand mal in die Kommentare schreiben? So, los geht's. 50 km/h, schöne Geschwindigkeit, obwohl wir werden gleich 60 fahren dürfen. Also noch besser. Wir fahren jetzt in Richtung Polen wieder, nach Polanz. Schlag mich tot. Steht nicht hier, okay. Oh, oh, komm, 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 zieh, Junge. Gut, im ersten Gang passiert natürlich nicht viel. Ich drücke hier schon durch, man hört, meine Pedalen werden auch schon verschoben. Auf die 60 werden wir nicht so schnell jetzt kommen. Ich lasse jetzt das hier mal da. Einfach um die Kilometeranzahl wieder zu sehen. Es ist zwar schön, Navi da drüben zu haben, und wir müssen auch die Kilometerzahl, aber das sieht man wieder dann nicht. Das ist eben die Scheiße daran. Ich bin schon ein paar Mal Schwerlasten jetzt gefahren. Ein Beiboot habe ich gefahren, also so ein Schlepperboot. Die großen technischen Frachten bin ich gefahren. Und das war's bis jetzt, glaube ich. Ich glaube noch sogar noch die Räder, bin ich mal ein, oder? Weiß ich jetzt nicht mehr. Also ein paar Sachen bin ich schon gefahren. Und mir gefällt das richtig, mir macht das auch Spaß. Es hat mal wieder eine neue Herausforderung. Es bringt richtig, richtig viel Geld in das Unternehmen hinein. Selbst wenn man das als Schnellfracht macht, klar gibt es mehr Geld, wenn man jetzt selber fährt. Weil die müssen ja noch Benzin zahlen, Batu-Kosten, falls man was kaputt macht und. Und hier ist eben jetzt, musst du eben selber alles bezahlen. Müssen wir mal durchrechnen, aber ich bin mir, hier verdienst du trotzdem so viel an Mass, weil eine Tankfüllung kostet 2000 ungefähr. Wenn es im echten Leben nur so gehen würde, dann würde, glaube ich, jeder LKW-Fahrer machen. Aber ich nehme es eben so, dass die wenig verdienen. Klar, die Schwerlasten, die verdienen auch, die verdienen auch richtig gut. So. Jetzt geht's auf die Autobahn. So. Weit ausgeholt, selbst wenn von vorne keiner kommt, aber sicher, sicher, man weiß ja nie, was alles noch passieren kann. So, wir haben es 3:30. Um 8 muss ich wieder auf Arbeit fahren. Ja, die Zeit ist noch gut dabei. Ja, ja, warten wir schön. Ach du Scheiße, ich muss das hier rein. Da waren jetzt die anderen, der fährt jetzt hoch, sagt hier, passt mal auf, da kommt jemand so ungefähr. Und ich werde mal kurz stehen bleiben, nie dass ich hier rumrase.
mein Hinterrad, der, okay, der wartet dort. Deswegen müssen wir auch immer auf den warten. Gut, gut, gut. Genau, jetzt auf hinteres Begleitfahrzeug warten. Dafür gehen wir auf den ersten Gang und tauen. Gut, wir brauchen keine Kupplung treten, weil sonst hätte ich jetzt noch die Bremse reingehauen, die Handbremse. Was geht's? So. Jetzt geht es Richtung Breslau. Nee, Berlin-Breslau, doch, Wroclaw fahren wir. Jetzt können wir reinfahren, auch wenn ich hinten unser Begleitfahrzeug nicht sehe. Ja, ich bin noch zwischen den Begleitfahrzeugen. Ihr habt ja auch vorhin die Einweisung mit erlebt, wie sie mir gesagt haben, jo, okay, vor zuerst hinteres und dann vorderes. Vielleicht hat er sich da in der Zwischengedränge gehabt. Da haben wir das nicht gesehen gehabt. So, Spurwechsel. Jetzt kann ich auch drüber ziehen. So. Drei Stunden. Dann fahren wir jetzt nach Dresden. Das werde ich aber, glaube ich, fast alleine machen. Und dann werde ich eine ETS Stummfeuer aufnehmen mit einer Schwerlast. Da werde ich aber nicht mein Musikspiel abspielen lassen, weil sonst wird das so nervig. Spurwechsel. Hinten, der hat gewechselt. Jetzt kommt der vordere dran, sobald der dann vorbeigefahren... Sobald sogar noch der vorbeigefahren ist. Das heißt, wir müssen bremsen. Junge, fahr. Ey, das gibt's doch nicht. Was sind das für Begleitfahrzeuge hier? Die haben wohl... Oh. Das kotzt mich ja richtig an. Jetzt zu welchen dämlichen Begleitfahrzeugen zu fahren. So ein Trick, so eine Hurenbock-Scheiße. Ja, klar, jetzt kommt wieder Manöver. Ich bin mal gespannt, was passiert, wenn ich jetzt hier warte. So, jetzt ziehe ich mal rüber. Also es kommt keine Warnung, haltet die Fracht zwischen den beiden Fahrzeugen. Also ich hatte ja auch schon eine Fracht gehabt, das war richtig, richtig kompliziert. Alles klar. Da hatte ich einen Tunnel so verdammt eng gehabt und dann noch nebenbei die fucking Autos. Sowas finde ich richtig geil. Da kann man sich teilweise aufregen. Man hat eine Herausforderung. Das ist schon geil. Zwei Stunden haben wir noch, das heißt ungefähr 10 Minuten. Mein Handyspiel wird schon lange wieder fertig sein, naja, ist mir jetzt auch egal. Wieder 60 km, das wird klappen, das ist schön, so muss es sein, passt. Wenn wir zwar jetzt schnell werden, aber... Wird enge. Dies wird enge.
ja genug, 7 Uhr früh. Also da würde ich auch ohne Licht mehr fahren, in Wirklichkeit. Vorne, der hat noch Licht, sehe ich. Manche haben sowieso Licht, also die entgegenkommen. Wieder mit 62, naja gut. Also möchten wir es dann doch schon sehr, sehr genau, was in diese Richtung geht. Weil, wenn das dann doch mal zu schnell ist, naja, so eine Fracht zu bremsen oder zu kontrollieren, ist natürlich schon schwieriger. Guck mal, 45 Tonnen ist theoretisch nicht. Die Abmessung sehen wir, was fehlt denn da? Was ist denn eigentlich sonst da drunter? Das Ziel fehlt. Dafür ist die Abmessung da. Wie gesagt, achso, naja, nicht fünfmal, sogar sechsmal ist das gewesen. So, und jetzt kommen wir in einen Tunnel. Bin ich mal gespannt, ob der Tunnel genug Platz hat, weil sonst werde ich mich halb auf die andere Spur setzen. Aber sieht gut aus. Bei mir nämlich, beim den Nähentunnel, war nämlich hier alles, was diese weiße Linie war, war Wand. Das heißt, ich hätte... Man musste wirklich so hier fahren und dann passt auf die Überholenden auf, Halleluja. Und das ist nämlich da hinten, wo Richtung Amsterdam war es, glaube ich, hoch, der Tunnel. Amsterdam da hinten, der beim Hafen da drum. Da hatte ich dieses Boot und die 6x6x5-Fracht geschafft, genau, 6x6x5. Also das große technische Teil, das ist glaube ich das größte, was du hier eigentlich drin zu transportierst. Ist klar, warum hat Nils gebremst? Jetzt erst an die Grenze? Bundesrepublik Polen. Ich hoffe, wir sind jetzt erst an der Grenze. Halleluja, hat das gedauert. Ja, mal ein bisschen rüberziehen. Jetzt mal hier die Leitplanke mitnehmen. Die 50.000, die brauche ich eigentlich schon dringend. Ich habe ja noch die Kredite laufen. Ich möchte meine Firma natürlich erweitern, was der andere natürlich jetzt fährt oder wohin. Von denen haben wir jetzt in den letzten zwei Parts gar nichts gehört. Also ich mache mich schon Sorgen um meinen LKW, meinen Fahrer natürlich nicht, zu denen habe ich keine emotionale Bindung. Da kostet er mich viel, weiß ich gar nicht mehr. Das schon, wo er rumfährt. Jetzt müsste man als Chef das eigentlich wissen können dürfen, beziehungsweise was er für Frachten fährt. Und im Notfall vielleicht so in seinen Frachtplan einschreiten, dass er so dann doch mal dahin fährt, um dann eine 10.000 plus fortzufahren. Wenn ihr wisst, wie ich das meine. Das wäre auch noch so. Wenn man überlegt, da diese ganzen Sachen, so die ganzen Struktursachen, Wirtschaftssachen und wie heißt das gleich? Kommt gerade nicht drauf. Also alles zu überlegen, was fährt da im Notfall, also das wird schon alles automatisch gemacht und sowas. Aber dass man jetzt sagen kann, okay, nee, fahren wir dahin oder. Gut, machen wir eine Leerfahrt und fahren wir dort hoch oder sowas. Oder jetzt der Urlaub, dass man auch noch auf den Urlaub achten müsste und so. Ey, das wäre richtig geil. Also das wäre richtig, richtig komplex. Da müsste man wirklich aufschreiben, was ich hier alles schreibe, was das für ein komplexes Spiel dann auf immer wäre.
Das wäre kein normaler ETS mehr. Das wäre schon irgendwie so ein Wirtschaftsaufbau-Simulator und kein, ich fahre mal aus Spaß, 4000 Kilometer am Stück Simulator. Sondern da wird es dann wieder darum gehen, so richtig, richtig aufzupassen. Auch wieder zu gucken, welche Fahrer nimmt man. So, wir fahren ein bisschen rüber, damit ich mich hier überholen kann. Die Stunde werden wir noch fahren. Das ist natürlich nervig, dass man hier mit 60 rumtuckert. Und sogar gerade noch weniger. Ich übernehme. Potsdam. Nach Wroclaw. Jetzt auf die Landstraße, leck mich. Guck mal, da hat sie jetzt die Geschwindigkeit gehalten. Ach, sobald ich auf die Bremse gehe, nimmt er mir die Dings raus. Aber wenn ich selber Gas gebe und alles. Okay, also eigentlich ist das ja nicht so, ne? Ich bin bisher einmal mit Tempomat gefahren, ein Auto. Und da war es nicht so gewesen, dass man dann... Da muss man auch nur aufs Gas gehen, dann war der Tempomat schon wieder draußen. Was sollte das jetzt? Wegen der Polizei, dass die jetzt mal angehalten haben, oder? Hat das Spiel denn so eine Programmierung drin? Polizei anhalten. Oder anhalten, bis die Schwerlast vorbei ist oder so. So, 56, dann werden wir mal gucken. Vielleicht finden wir ja auch so eine Schwerlast. Oder wir nehmen uns ein Fahrzeug von ihm, irgendjemand bringt uns das aus. Da gibt es eben nicht so viel Geld. Das Sache. Das ist dann der Shit. The big, big, real shit. And all the big, big, big. In a big, big world, on a big, big. Das Lied habe ich auch seit ewig nicht mehr gehört. Jetzt noch Baustelle, denke ich. Was mir aber gerade spontan so auffällt, wir fahren jetzt Richtung Osten, wir kommen mal wieder in den Osten rüber. Klar, hier unten gibt es recht wenig Städte, die so Schwerlasten haben. Aber das ist trotzdem, das sieht mir eng aus. Jetzt wird's enge. Jetzt ist das, was ich vorhin gesagt hatte, das hatte ich nämlich auch schon gehabt. Jetzt werden wir uns mal die Zeit nutzen. Obwohl, nee, es geht hier. Das geht hier wunderbar. Da kann man mit 40 runterfahren. Eigentlich schon fast theoretisch Rasen. Und dann sind wir gleich da, 36 Kilometer. Das geht auch noch, das geht auch noch. Es wäre auch noch, wenn man so die Bretter hätte, wo man so an der Seite so Bürgersteige hochfahren müsste und so, weil die Reifen sonst mehr kaputt gehen und oh, Halleluja, das wäre so richtig komplexes Spiel, dann worauf man alles achten muss. Nee, hier kommt kein Schwein vorbei. Nee, vergiss es. Ich lasse die Kind vorbei. Habt ihr das gesehen? Das war ich nicht, nee, nee.
Ja, überhol mich, ja, genau. Komme ich nicht vorwärts. Ich muss Abstand halten. Ich kann hier noch nicht mal Tempomat reinmachen, weil ich sonst hier dauerhaft irgendwie anecke. Genau. Du hättest dann nicht ihn noch vorbeifahren können lassen. Was macht denn der für einen Schlenker? Alter. Ist der besoffen oder was? So. Was wollen die Landwirtschaftsfirmen mit Kesseln? Also mit so welchen Kesseln? So kleine Kessel würde ich ja sagen, so selbstgemachten Apfelsaft oder sowas. Aber sind die Industriekessel? Steht hier Kessel-Element. So, und da vorne ist dann unser Ziel. Von E-Aquas zu E-Aquas. Bestimmt die Infirma wird aufgelöst. Und das, weil von der kam ja auch noch andere Schwerlast-Sachen. Oh mein Gott, ich habe die Kurve geschafft. Ja. Bei der hatte ich nämlich Probleme gehabt, sonst immer. Also bei so welchen. Da habe ich hinten immer angeeckt. War hier Geländer hinten gewesen? Ja. Da habe ich immer am Geländer angeeckt. So, hier kommt Reporter-Team. Warte mal. Was wollen die hier mit dem Kessel? Die haben auch nicht mal irgendwie so ein Haus, wo das hinpassen könnte. So, machen wir mal eben auf realistisch. Bremse, Motor aus. Absatteln. Mir gefällt das Lila hier drinnen nicht. Abgesattelt. Die Größe ist besser. 5 von 11 größten Großfrachten. Das ist geil, das ist geil. Hier gibt es auch sehr, sehr viele Punkte. Jo, und ich würde einfach mal sagen, Leute, das war's mit diesem Part. Wenn ich euch gerade einen Spot gefallen habe, wenn ich deinen Daumen nach unten schräg, bitte kommt darüber natürlich mehr sehen oder auch nicht. Das Ding, ihr auch schon gefahren, fällt mir gerade so ein. Aber das ist leider zu weit weg. Wir gucken mal, 56 pro Kilometer. In der schnelle Auftrag gibt es nur noch 37. Wir fahren zwar immerhin mit 680 PS. Ach nee, den nehmen wir von hier, von den... Okay, da würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Sagt euch mein Wort. Ciao, ciao.